Leute, Crimex hier, was geht ab, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu Roblox RP, Leute, wir sind hier gerade in der Schule, weil ich muss nachsitzen, unser Lehrer ist total nervig, Freunde, und ich habe überhaupt keine Lust mehr hier zu sitzen, ich will jetzt hier endlich raus. Leute, guck mal, MBK hat uns auch gerade einen Snap geschickt, das öffnen wir jetzt direkt mal. So, oh, neues Snap hier, ich hoffe, wir kriegen keinen Ärger, dass wir gerade am Handy sind, ich hoffe, der checkt das nicht, der Lehrer. So, Snap öffnen. Boah, was macht der? Der chillt einfach da im Burgerladen bei Five Guys. Oh Mann, ey Leute, wisst ihr was? Ich werde ihm jetzt mal einen Snap zurückschicken. So, zack, hier bei mir leider nachsitzen. Egal, wir snappen ihm das mal. Vielleicht kann der mir ja helfen, hier abzuhauen beim Nachsitzen. So, Herr Lehrer, ich muss einmal kurz auf Toilette gehen. Okay. Ich glaube, der hat nichts dagegen. Warte mal, wir gehen mal kurz auf Toilette. So, MBK schreibt, hä, Max, wo bist du? Bro, ich muss nachsitzen. So, ey, Mann, ich muss hier irgendwie rauskommen, Leute. Ich will doch jetzt hier draußen chillen. Es ist voll das gute Wetter. Alle sind draußen. Wir müssen irgendwie den Lehrer ablenken. Warte mal, mal gucken, was MBK schreibt. Oh nein, ich habe einen Plan. Warte. Komm zur Schule. Wir müssen den Lehrer ablenken. Oh, Leute, vielleicht kann er uns helfen, den Lehrer abzulenken. Dann werden wir jetzt hier einfach abhauen, Freunde. So, aber okay, gut, der kommt jetzt gleich. Wir warten mal kurz hier auf Toilette, Leute. Ey, Leute, wo bleibt der denn? Ich muss jetzt hier gleich wieder zurück. Nicht, dass jetzt hier noch komische Fragen gestellt werden. Ey, Leute, da unten ist er. Ey, MBK. Max? Ey, Bro. Was machst du hier? Ja, ich muss nachsitzen. Ich muss jetzt aber auch wieder zurück zum Lehrer. Okay, ich habe einen Plan. Geh rein, ich komme gleich rein, okay? Wie, was willst du denn machen? Ja, lass dich überraschen. Ich mache irgendwas Spontanes. Okay. Aber nicht, dass wir hier Ärger kriegen. Ich bin wieder zurück, Herr Lehrer. So... okay. Ja, ich mache jetzt die Hausaufgaben. Ist okay, klar, mache ich alles. Ja, okay. Oh, Leute, ich bin mal gespannt, was MBK... Ist da. Oh, oh. So, da ist gerade die Tür. MBK! Ey, Bro! Hilfe! Hier wird niemand nachsitzen. Ach, du Heilige. Heute frei. Ey, Bro, denkst ich du nicht... die Polizei. Nein, ey, der will so, die Polizei holen. Okay, wir müssen weg. Ey, Bro, MBK, lass abhauen. Ey, du hast ja voll übertrieben mit deiner Waffe. Ich dachte, das wäre ein guter Plan. Ey, das war überhaupt kein guter Plan. Ey, wow. Ey, jetzt hast du mein Skateboard geklaut. Schnapp dir auch ein Skateboard. Ja, warte. Ey, wir sollten hier abhauen, bevor die Polizei kommt. Oh mein Gott. Ey, Leute. Ich höre Sirenen, Max. Was? Nein, ich höre auch schon Sirenen. Ich muss weglaufen, ich nehme das Skateboard, bitte. Ich kann hier nicht weg. Ey, Bro, hol dir doch auch ein Skateboard. Ja, komm, wir müssen uns bald... Ja. Oh, nein, du hast meins genommen. Oh, Mann, ey, Leute, nein, das ist die Sirene. Der Lehrer hat wirklich die Polizei gerufen. Ey, Bro, die Sirenen werden immer lauter, die kommen näher. Ey, das gibt es nicht. Wo wollen wir hin? Ich weiß es nicht, aber wir müssen uns irgendwo verstecken. Keine Ahnung, oh, Junge. Nein. Oh, wo sind die denn? Okay, alles gut. Lass mal gucken. Nein! Oh mein Gott, da vorne ist der Streifenwagen. Hast du den gesehen? Ich hoffe, er hat uns nicht gesehen. Ich hoffe auch. Lass mal hier bei der Apotheke oder so hier verstecken. Oder bei dem Supermarkt. Ja, guck mal, hier gibt's auch Takis. Hier können wir uns Takis holen. Oh mein Gott. Wow. Warte, ich leg mich hier hin, Max. Ne? Ich hab mir erst mal Takis Fuego gefetzt hier. Ich werde mich hier jetzt hinlegen. Oh. Warte mal. Ist im Werk hier. Der fährt hier die ganze Zeit rum, dieser Polizist. Oh. Ja, aber lass dich nicht erwischen. Nein, der ist da. Lass abhauen. MBK, komm, schnell. Gib Gas. Wir müssen uns irgendwo verstecken. Wir müssen uns verstecken, Bro. Oh, der hat wirklich die Sirene an. Der hat wirklich die Sirene an. Ey, MBK, der darf uns nicht erwischen. Ich halte ihn auf. Ey, wenn ich ins Gefängnis komme, Mann. Nein, ich würde dich rausholen aus dem Gefängnis. Aber am besten ist, wenn du nicht ins Gefängnis kommst. Ey, der dreht ja völlig durch. Ey, Bro, wo ist dein Skateboard? Ich hab das doch eben gerade verloren. Oh. Ey, schießt! Was? Der schießt auf uns? Bro, um Gottes Willen. Lass hier in das Haus rein, lass hier zwischen den Gärten. Hier ist gut zum Abhauen. Das könnte funktionieren. Wir müssen hier in die Gärten rein. Wir müssen hier schnell in die Gärten rein einbrechen. Oh nein. Nein. Wir kommen hier nicht drüber. Wir können nicht drüber. Rein. Bro, ja, okay, was sollen wir machen? Hast du nicht noch die Waffe von gerade eben? Oh. Okay. Mach zu. Lass in das Haus hier einbrechen. Schnell hier rein. Noch mehr Straftaten, Mark. Ist egal, jetzt sind wir eh schon Kriminelle. Wie geht das Teil hier auf? Die Tür ist abgeschlossen. Nein, sag mir nicht, das ist abgeschlossen. Ey, Bro, wir sitzen in der Falle. Trick. Ich mach einfach so. Er sieht uns nicht. Meinst du, das funktioniert? Ich hoffe. Können wir hier irgendwie abhauen? Ich glaube, wir kommen hier nicht drüber, Leute. Ich hoffe, der checkt nicht, dass wir in dem Garten sind. Das ist deine Schuld gewesen. Guck, ob er da ist. Ja, er kommt. Ey, Bro, ich muss die Waffe nehmen, anders da geht's nicht. Ey, MBK, ich habe mir jetzt deine Waffe geschnappt. Ich werde jetzt hier nicht ins Gefängnis gehen. Da ist der Polizist. Ey, ich werde mir den jetzt hier schnappen, wenn der kommt. Da ist er. Oh, stehen geblieben. Oh mein Gott. Ich muss ihn erledigen. Bro, ich werde mich wehren. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du hast ihn. Lauf weg. Nein.
Ich gehe ganz auf Nummer sicher. Ach du Heilige. Obwohl, warte mal. Ich klaue seine Waffe jetzt. Klau ihm auch seine Waffe. Klau ihm auch seine Waffe. Das ist sehr gut. So. Oh, jetzt haben wir schon zwei Waffen, Bro. Ey, aber MBK, wir haben jetzt gerade einen Polizisten auf dem Gewissen. Ja, das Ding ist, eigentlich wollte ich dich nur aus der Schule rausholen und jetzt... Jetzt sind wir komplett kriminell geworden. Ey. Oh mein Gott. Aber Leute, ihr seht hier schon unseren Kontostand eingeblendet. Wir sind einfach noch absolut arm. Wir haben gerade mal 100 Dollar, Leute. Wir können noch gar nichts machen. Wir müssen irgendwie reich werden und an Geld kommen. Das ist überhaupt nicht gut. Wir sind total arm. Die Waffen weg. Ja, okay, das ist eine gute Idee. Erstmal die Waffe wegpacken. Ey, wir müssen uns Häuser, Luxusvillen, Autos, Yachten, Flugzeuge, alles. Wir wollen reich werden. Wir müssen Geld verdienen. Ja, ich würde jetzt erstmal mein Skateboard. Warte, es gibt doch hier so ein Auto hinten um die Ecke. Vielleicht könnten wir gucken. Ja. Was die da so kosten. Ja, das wäre krass. So, komm, lass mal unsere Skateboards rauspacken. Wir sind hier noch komplette Noobs. Wir haben nicht mal ein Auto. Leute, wir fahren jetzt mal kurz zum Autohändler und gucken mal, ob wir uns da schon ein eigenes Auto kaufen können. Let's go. Boah, Leute, es wird hier sogar schon dunkel. Der erste Tag ist jetzt hier gleich schon vorbei. Aber hier ist ein krasser Autohändler. Wow. Ey, Bro, der hat ja nur Luxusautos, MBK. Ey, ich sehe das gerade. Oh, oh. Vielleicht kostet ihr 100 Dollar. Vielleicht ist das ja nicht so teuer. Guck mal, was hat der hier? Rolls-Royce, Lamborghini Urus, eine G-Klasse. Yo, hey, hallo. Hey, Jungs, ey, hier ist kein Spielplatz, gell? Ja, ja, wir wissen, wir wollen uns ein Auto... Also mit euren Skateboards, da müsst ihr ein bisschen von den Autos wegbleiben. Ja, okay, okay. Wir wollen uns aber hier ein Auto kaufen. Ja, ich glaube nicht, dass ihr da genug Geld habt. Doch, was kostet das? Wir haben Vollgeld. Was kosten hier die Autos? Hm. Die fangen so bei 500.000 an. Halbe Million? Also wir haben zwei... Ja, da müsst ihr noch mal einen Papa fragen. Wir haben 200 Dollar. Ja, da müsst ihr zum Schrotthändler. Also hier kriegt ihr dafür nichts. Gibt's hier noch einen Schrottautohändler? Ja, am Ende der Straße könnt ihr mal fragen, aber ob der für 200 Euro was hat, weiß ich nicht. Okay, gut, danke. Ey, Bro, der war voll abgehoben. Der sagt hier mit, müssen wir nochmal Papa fragen. So. Eigentlich sollten wir den direkt abziehen und ausrauben. Nein, das können wir nicht. Max, wir können nicht noch mehr Straftaten machen. Ja. Das geht nicht. Ja, das wäre nicht gut. Hast du recht. Am Ende, die Polizei wird immer schlimmer. Die suchen uns immer stärker. Naja, aber der hat ja gesagt, es soll ja am Ende der Straße noch so ein, ja, eher so ein Schrottautohändler geben. Vielleicht kriegen wir ja bei dem was. Wir fahren da jetzt auch mal wieder rüber, Leute. Let's go. Ey, irgendwo hier muss, glaube ich, dieser Schrottautohändler sein. Ich glaube, der hat uns angelogen. Nein, nein, nein. Guck mal, hier ist was. Hier stehen Autos. Ich glaube, das ist hier. Wow. Ja, aber das sind auch, das sind nicht mehr so coole Autos. Ja, der sieht ähnlich aus, aber ich glaube, die Autohändler sehen alle gleich aus. Ah, das ist halt jetzt hier nicht mehr echt so coole Autos, ne? Aber wir können ja mal fragen, was das kostet. Yo, moin, Meister. Moin, Jungs. Was hast du denn hier für Autos und was kosten die? Also, ich habe hier einen T2-Bus, der kostet 300. Aha, okay, okay. Leute, nicht mal den können wir uns leisten. Wir haben nur 100. Okay. Fiat 500, der kostet 500. 500? Boah, ey, was? Was kostet dieser Smart hier? Der Smart kostet 250. 250. Aber da können wir nochmal reden. Ey, ich sag ehrlich, Bro, sollen wir da zusammenlegen und uns den Smart holen? Ah, guck mal, der ganz rechts, der ist schon gelb. Gelb ist eine coole Farbe. Ja, aber blau ist eine noch coolere Farbe. Aber wir haben nicht genug Geld. Ich glaube, wir müssen für den Smart verhandeln, oder? Ja, ja. Also wenn, dann müssen wir den Smart runterhandeln. Aber das ist jetzt auch echt nicht viel Geld. Hm. Ich sag mal so, wir können dir 200 für den Smart 100 anbieten. Dollar geben wir dir. Also 100 ist schon frech. Komm, 200. Machen wir 200. Das ist korrekt. 200? Ja. Habt ihr das aber auch bar dabei? Ja, haben wir bar dabei. Kein Problem. Ich kann das direkt hier abheben am Geldautomaten. Ja, ey, MBK, geh auch dein Geld abheben jetzt hier. Ich muss das Geld jetzt. Wir müssen das dem direkt hier bar geben. Zack, hier schnell den PIN eingeben. Ey, aber nicht gucken hier, mein PIN. Ja, ich guck weg. So, zack, zack, zack. Okay. Oh mein Gott, Leute, wir heben jetzt unser gesamtes Geld ab. Karte hier wieder rausziehen und woo! Let's go! Oh mein Gott, das ist mein einziger 100-Dollar-Schein, Leute. Okay. So, ich gebe dem Händler schon mal das Geld. So, hallo, hier sind schon mal die ersten 100 Euro. Ja. Zack, so hier. So, und die anderen 50 Euro. So, Jungs, aber für 200 will ich die Kiste ja nicht mehr sehen, gell? Ja, okay, gibt's okay. Keine Garantie und nichts. Alles klar, ja, keine Garantie. Okay, okay, ich steig ein, Bro. Boah, wir haben einfach ein Auto, Junge. Ich hab dir weniger gegeben. Der hat es gar nicht gecheckt, dass du dem nur 50 gebe. Du hast den richtig abgezogen, Junge. Oh Mann, ey, aber guck mal, das ist echt ein Bummi-Auto, ne? Das ist total langsam. Also damit brauchen wir, glaube ich, keine Rennen zu fahren, sage ich dir ehrlich. Ich glaube nicht. Ey, aber irgendwie müssen wir doch noch an Geld kommen. Hast du eine Idee, wie wir vielleicht an Geld kommen können? Naja, also es gibt ja Läden mit Kassen und in Kassen ist Geld drin. Meinst du, wir sollen wir Läden überfallen?
wäre eine Option. Also ich möchte, ne, also da. Oder wir gucken, boah. Oder wir fahren in diese reichen Luxusgegend und gucken mal, ob da irgendeine Villa steht. Und dann brechen wir einfach in eine Villa ein. Oh mein Gott, das ist eine bessere Idee. Das wäre auch heftig. Das ist eine bessere Idee. Das wäre auch heftig. Lass mal hier gucken, Leute, ob hier so fette Häuser stehen. Ey, Leute, wir gucken jetzt hier schon die ganze Zeit rum. Aber warte mal, guck mal, da vorne ist ein Haus. Oh mein Gott, nur so ein großes. Das ist ein richtig großes Haus, ja. Also so arg viele Häuser stehen hier noch gar nicht in der Stadt. Aber das scheint echt ein großes Haus zu sein. Und wer so ein großes Haus hat, der hat bestimmt auch echt ein paar teure Sachen bei sich in der Bude stehen. Boah, ey, aber meinst du, wir sind dafür jetzt schon bereit, MBK? Du musst unten parken, Max. Ja, wir haben keine andere Wahl. Wir parken hier an der Seite, wo kein Fenster ist. Nicht, dass der uns sieht. Okay, warte mal, dann nimm auf jeden Fall mal eine Waffe raus. So, sehr gut, okay, sehr gut. Aber sehr Max, wir können da nicht so rein, ne? Wie meinst du? Wir brauchen 100% eine Maske. Oh. Wenn wir erwischt werden. Ja, ja, das können wir uns nicht erlauben. Die Polizei hat uns doch eh schon auf dem Kicker. So, okay, hast du eine Maske dabei oder so? Ja, ich hab zwei, guck mal. Oh, hey, danke für die Maske. Ey, so wird uns niemals jemand erkennen. Niemals. So, okay, komm, dann lass da jetzt mal reingehen. Wir brechen da jetzt in die Bude ein. Ich hoffe, der hat keine Alarmanlage. Guck mal, der hat sogar die Tür aufstehen lassen, die der Bummi. Die Tür ist offen. Dann ist soll es ja... klingeln? Nein, nicht. Vielleicht schläft der ja, das wäre ja richtig gut. Oh, okay. Also ich sag's so, dann ist es ja offiziell nicht mal ein Einbruch, oder? Boah, was machst du, Max? Ey, sorry. Ich hoffe, der hat das nicht gehört. Ey, Bro, guck mal. Der hat einen Tesla sogar in seiner Garage stehen. Oh mein Gott. Junge, ein richtig krasser Tesla Model S oder so ist das. Oder Model X. Kriegst du den an oder so? Nee, ne? Nee, aber ey, den können wir bestimmt für ein paar Tausender verkaufen. Aber lass mal gucken, was der noch so hier hat. Okay, so, lass mal hier richtig rumgucken. So. Okay, vielleicht sind hier noch wertvolle Sachen. Essen weg, was wir mitnehmen können, Max. Oh, warum willst du Essen mitnehmen? Ich hab Hunger. Okay, es gibt doch wertvollere Sachen. Ich guck mal hier oben. Ja. Ich komm mal. Bro, der schläft hier gerade. Leise. Der schläft hier doch gerade. Max! Oh, der checkt gar nichts. Guck mal, wie tief der schläft hier. Okay. Aber lass mal versuchen, den nicht aufzuwecken. Wenn wir sie jetzt beklauen? Warte mal, wir müssen erst mal gucken, wo die Schlüssel für seinen Tesla sind. Lass ihm seinen Tesla klauen. Bestimmt unten. Meinst du nicht, dass er unten ist? Ja, bestimmt eher unten, oder? Lass mal hier richtig schön überall umschlafen. So ein reicher Schnösel. Boah, der ist richtig reich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bro, ich hab die Schlüssel gefunden. Wie? Die lagen hier auf dem Tisch gerade. Hier. Oh mein Gott, okay, schnell. Okay, lass hier schnell raus, bevor der das checkt. So, okay. Mal gucken, ob das Ding anspringt. Okay, Ist das der Schlüssel? So, okay. Ich mach kurz das Tor auf. Ja, mach Tor auf. Oh nein. Nein, wie ist das abgeschlossen? Ich mach die Tür nicht auf. Was? Oh mein Gott, hier links. Okay, sehr gut. Da müssen wir uns da... Mach keinen Unfall, Max, ne? Ja, wir dürfen das Auto echt nicht so beschädigen. Ey, Bro, wie ist das anhört, so ein Elektroschleuder? Oh mein Gott, wow. Ey, Bro, kommen wir hier überhaupt raus? Total verkantet hier. Was fährst du dagegen? Oh, okay. Wir sind raus. Oh, wow. Hä? Bro, oh mein Gott, siehst du das? Wir haben 3 Sterne. Ey, nein. Nein, Leute, jetzt haben wir Sterne bekommen. Der wurde gemeldet, der gestohlene Tesla. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt wird hier gleich richtig viel Polizei unterwegs sein in der Stadt. Wir dürfen uns jetzt echt nicht erwischen lassen. Wir müssen uns erstmal hier vielleicht ein bisschen verstecken. Ja, und die Masken ausziehen. Wir müssen so machen, als hätten wir damit nichts zu tun. Ey, Bro, ich höre schon Sirenen. Ey, die müssen irgendwo hier in der Nähe sein. Nein, da hinten kommt ein Polizeiauto. Oh. Aber warte, was ist, wenn wir uns normal verhalten, dann passt es ja auch. Ja, okay, ich fahr mal so ein bisschen nach Straßenregeln. Ja, aber warte mal, das macht doch gar keinen Sinn, die suchen ja nach einem roten Tesla. Oh mein Gott, das stimmt. Aber jetzt hat es doch einen Tesla gegeben. Ja, warte mal, ich verhalte mich mal ruhig und wenn er uns rauszieht, dann können wir immer noch versuchen abzuhauen. Ja. Okay, mal gucken, ob der will, dass wir rechts ranfahren. Oh, Leute, denkt ihr, die wollen was von uns? Ich weiß es nicht, Bro, ich verhalte mich mal normal hier ganz ruhig. Hört uns hinterher. Einmal rechts ranfahren, bitte. Oh, nein. Okay, der will was von uns. Sollen wir mitspielen, Bro, oder direkt abhauen? Nein, nicht abhauen. Vielleicht haben wir ja gut. Vielleicht sagt er nur, dass unser Rücklicht kaputt ist. Ja. So, schönen guten Abend. Guten Tag, Officer. Was gibt's denn? Ja, ihr Auto sieht einem gestohlenen Auto ziemlich ähnlich, was heute gemeldet wurde. Was? Ja, das ist ein Tesla, gibt's ja mehr in der Stadt. Kennzeichen überprüfen, einen Moment. Da wissen wir nichts davon. Ja, überprüfen Sie mal das Kennzeichen.
Ey, Bro, der, wenn der das Kennzeichen jetzt überprüft, der wird, das wird der direkt mehr. Gas geben. Okay, 3, 2, 1 und. Ich würde Sie bitten, nochmal auszusteigen, bitte. Oh, Alter. Oh mein Gott, der Tesla ist ultra schnell! Yo. Oh. Das ist knapp. Ey, Bro, Alter. Der kommt ja gar nicht hinterher. Woo. Ey, der, oh mein Gott, der Tesla ist super krass. Und wee. Das ist krass. Oh. Ich schau mich mal an. Oh. Oh mein Gott. Okay, den haben wir abgeschüttelt. Der kommt uns auf jeden Fall nicht mehr hinterher. Aber ich würde sagen, Bro, wir müssen jetzt auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir das gestohlene Fahrzeug loswerden, weil wir brauchen ja sowieso Geld. Und deswegen werden wir das Auto jetzt zum Luxushändler fahren und dann hoffentlich kriegen wir ordentlich Geld dafür, Leute. Let's go. Oh, da vorne ist der Typ. Was hat der mittlerweile für krasse Autos? Guck mal, der hat sogar ein Lambo da stehen, MBK. Oh, was? Ey, moin Meister, wir sind's wieder. Ja. So, diesmal wollen wir die heiße Ware will ich hier aber eigentlich nicht auf dem Hof stehen haben. Ja, was für heiße Ware? Das ist ein Top-Tesla, naja, Top-Zustand. Ich weiß ganz genau, dass der geklaut ist. Oh, oh, Leute, der weiß, dass der geklaut ist. Ja, aber ich sag mal so, wir würden auch Special Price machen für den Wagen. Was willst du denn dafür? Wie special ist der Preis denn? Na, was schickt mir MBK jetzt? Neues Auto gekannt. Hä, MBK, Bro, das ist doch gar nicht dein Auto. Denn? Hast du das wieder an irgendwelche Mädels geschickt hier? Nein, Quatsch. Bro, du bist ein richtiger kleiner Flexer. Macht der so, als hätte er sich hier ein Lambo geholt. So, na gut. Ich sag mal so, der Listenpreis von dem Teil ist ja eigentlich so 50.000. Ich sag mal so, weil wir beide wissen, dass der natürlich vielleicht geklaut ist, sagen wir 10.000. 10.000 wollt ihr für das Ding? 10.000 für einen neuen Tesla, ja? Es weiß ja niemand, dass geklaut ist, außer... Weiß ja niemand, außer uns, ja? Das bleibt aber unter uns, Freunde. Das bleibt unter uns. Ja, komm, hol die Kohle. Ich will das nur in bar haben. Also gut, warte einen Moment. Oh mein Gott, ey, Bro, das ist unser erstes Geld, was wir machen. Max, checkst du das? Wir sind rein. Wir haben einfach 10.000 Dollar gemacht. Aber wir sind natürlich trotzdem noch richtig weit von so einem Lambo oder Rolls Royce entfernt, ey. So, ey, wo bleibt der denn aber jetzt hier? Das kriegen wir auch noch bestimmt. Holt er Geld? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der holt uns das Geld jetzt. Oh, ey, die Sonne geht hier schon wieder unter. Oh! Du, Junge. Was? Alter, die gehört jetzt uns hier, die ganze Geldtasche. Ey, Bro, MBK, nimm du die mal in die Hand. Ja, ach, du Heilige. Das ist alles unser, ja? 10.000 Dollar bar. Ja, war mir eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Aber noch eine Frage, was kostet denn hier der Lambo? Da müsst ihr noch ein bisschen sparen, Jungs. Ja, was kostet der denn? Der kostet 1 Million. Eine Million? Ey, da müssen wir echt noch ein bisschen sparen. Komm, wir hauen jetzt hier erstmal ab, MBK. Irgendwann können wir uns den holen. Also. Alter, ey, aber Leute, ich würde sagen, das soll es gewesen sein von der ersten Episode von Roblox RP. Wenn ihr mehr sehen wollt, Leute, lasst natürlich mal ein Like und ein Abo da. Und dann schaffen wir es vielleicht in der nächsten Folge, uns den Lambo zu gönnen. Bis dahin, haut da rein, Leute. Euer Crymax.